Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie soll ich sagen, Freunde? Heute kommt man ein relativ spezielles Video. Und zwar dreht es sich um dieses Ding hier. Ich muss heute ein bisschen lauter reden, ein bisschen deutlicher. Mein Stativ ist eine Lampe. Ich weiß nicht, ob ihr seht hier. Nee, das ist kein Stativ. Ich meine meine Beleuchtung. Und ich habe mir einen Pokéball für 18 Euro gekauft. Ich hoffe, das sieht man so ganz gut. Ich habe früher mal ein bisschen Pokémon-Karten gesammelt und war letztens irgendwie in der Spielzeugwelt, weil ich dort ein Paket abgeholt habe. Hatte dann irgendwie Pokémon-Karten gesehen und auch diese Pokébälle hier. Dann habe ich mal wieder ultra Lust bekommen, halt irgendwelche Videos damit. Oder halt nicht Videos, sondern habe ich mir gedacht, kaufe ich mir den mal. Und dann habe ich mir den gekauft. Und dann dachte ich mir, warum denn nicht ein Video auch damit machen? Und ja, das machen wir jetzt. Da sind drei Booster Packs drin, falls ihr euch ein bisschen auskennt. Wisst ihr, was das ist? Ich habe auch noch eine richtige Sammlung. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir auf jeden Fall super gerne in die Kommentare, denn ich hätte ultra Bock, ein bisschen ein paar Packs zu openen. Open. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Zu öffnen. Sagen wir einfach. Ich habe auch noch eine relativ große Pokémon-Kartensammlung tatsächlich. Könnt ihr euch auch mal zeigen. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr die mal sehen wollt. Und ja, öffnen wir das Teil und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So, meine lieben Freunde, da bin ich jetzt auch schon wieder. Und ja, ich muss kurz die Kamera richtig richten oder mein Handy. Ich hoffe, man sieht jetzt alles. Hier ist das gute Stück. Ich habe es ausgepackt, falls ihr es seht. Und das werden wir jetzt öffnen. Ganz gelassen. Ich muss zwischendurch leider mal das Handy immer so ein bisschen nach unten machen, um zu gucken, wie das denn gerade aussieht. Ob ihr denn auch alles perfekt seht. Müsste aber gut aussehen, wenn ich mein Handy jetzt hier lasse. So, das Preisschild können wir auch noch abmachen. Einmal ab damit. Zack drauf. Und dann können wir den jetzt ganz leicht öffnen, indem wir einfach da jetzt so drauf drücken, glaube ich. Müsste so sein. Boah, ich habe voll Schiss, dass ich den jetzt kaputt mache. Aber es ist so schwer, den aufzumachen, muss ich zugeben. Ah, da öffnet sich hier schon. Ich weiß nicht, ob man das so super gesehen hat, aber es wird geöffnet. So sieht der Pokéball ungefähr vom Inneren aus. Und ja, ihr seht, da hat wahrscheinlich schon im Hintergrund hier ein bisschen was rausgefallen ist. Und zwar, weil wir packen den Ballmann hier auch so schön hin, dass man ihn noch so sieht. Und zwar sind Boosterkarten rausgekommen. Drei ganze Stück. Sieht man. Passt. Es ist ein Pokémon Sonne und Mond Pack. Ein Pokémon Sonne und Mond Nacht- und Flammen-Pack. Und ein Pokémon Sonne und Mond Aufziehen der Sturmröte-Pack. Insgesamt also drei Packs. Und auch noch was anderes Besonderes. Und zwar eine Münze. Einen bestimmten Holo-Effekt. Ich weiß nicht, ob man den so super in der Kamera sieht. Aber guckt euch es an. Das ist für das Spielen gedacht. Es gibt nicht dazu auch ein Spiel. Also eine super coole Sache. Eine super, super coole Sache. Sieht auf jeden Fall cool aus. So sieht sie von der Rückseite aus. Aber die Vorderseite ist auf jeden Fall ultra geil. So, packen wir die hier mal wieder weg. Zack. Und kümmern wir uns um die Booster. Ich würde sagen, ich fange mal mit diesem Base-Set an. Meine Zuschauer wissen wahrscheinlich, oder ihr wisst wahrscheinlich nicht richtig, was das ist. Und zwar, das sind solche bestimmten Packs, wo verschiedene Pokémon-Karten drin sind. Auf den Pokémon-Karten sind Bilder drauf, die verschieden selten sind. Oder auch nicht.
und auf den Bildern drauf sind Pokémon. Oben links seht ihr eine HP oder oben rechts seht ihr eine HP-Anzeige, die euch zeigt, wie viele, ja, wie viele, wie selten die ungefähr ist. Und nicht wie selten, sondern wie viel Leben die hat. Es gibt natürlich auch Sachen, ja, oder nicht Sachen, sondern es gibt ja natürlich auch Karten, die viel Leben haben, aber auch nicht wirklich selten ist. Und dann machen wir das Pack mal von hinten auf. So, ich hoffe, ich bekomme es auf, sonst muss ich mal einen kleinen Cut machen. Ah, ich bin hier mal lost am Start. Aber, komm schon. Ah, das wird glaube ich nichts. Obwohl doch. Da sehe ich ja schon. Ja, perfekt. Haben wir auch bekommen. Sehe ich schon die ersten Karten. Das machen wir aber nicht. Ich glaube, wir öffnen es so. Und so. Hier ist auch noch eine Online-Code-Karte. Falls jemand von euch TCG Online spielt, dann könnt ihr das gerne einladen. Einlösen, diesen Code. Kriegt ihr einfach ein gratis Pack. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Schenke ich euch mal einfach so. Geile Sache. Und ja, dann legen wir den auch mal beiseite. Und machen einen bestimmten Kartentrick. Ich weiß nicht, wie das hier war, aber ich glaube, es sind 1, 2 Karten nach hinten. Ich weiß es aber auch nicht mehr. So, dann drehen wir die Karten nach hinten. Also so müsste jetzt sozusagen die letzte Karte die beste sein. Hier ist ein Marie Keck aus dem Spiel Pokémon Sonne und Mond. Ein Starter-Pokémon, die zweite Phase. Ein relativ cooles Pokémon. Linke Oberseite. Ein Rookie Kaman. Auch ein cooles Pokémon. Zubat, auch ein cooles Pokémon. Quartel, auch ein cooles Pokémon. Bautz, auch ein Starter-Pokémon. Könnte vielleicht mal irgendwann was wert sein, keine Ahnung. Traumato, auch ein relativ cooles Pokémon. Bummel finde ich nicht so geil, habe ich auch nicht so oft gespielt. Und jetzt kommen schon relativ die seltenen Karten. Genau, die Trainerkarte in Holo-Variante. Falls ihr es seht. Ja, Mann, geile Sache. Hier ist direkt schon mal so ein cooler Schimmer auf der Karte drauf. Ich hoffe, den sieht man in der Kamera. Das ist wirklich geil. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, so sieht man ihn doch gut, hoffe ich. Ja, so, und dann könnte es schon die seltene Karte sein oder die vorletzte Karte. Es ist die seltene Karte und es ist eine Holo-Karte. Das ist eine sehr seltene Karte sogar. Also kann ich 3 Karten nach hinten packen. Das ist eine sehr coole Karte, Jungs. Ich weiß nicht, es hat einen sehr leichten Holo-Effekt. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ich mache mal die Lampe so ein bisschen, dass das so vielleicht ein bisschen besser sieht. Ah, kann ich auch irgendwie nicht machen. Naja, okay. Ist auf jeden Fall eine super coole Karte. Jetzt sieht man die Lampe im Bild. Das will ich natürlich nicht. Das will ich natürlich nicht. So, ist eine super coole Karte, Jungs. Und es kommt hier auch noch. Da, die besonderen Karten, die und die legen wir mal beiseite. Da kommt hier noch eine Energiekarte für das Spiel. Und nochmal eine Trainerkarte. Super, perfekt. Dann machen wir mal schnell mit dem nächsten Pack einfach weiter. Denn das Video soll natürlich auch nicht zu lange werden. Ah, das ging schon mal leichter auf. Hier sieht man schon mal eine Karte, ein Tuskar. Aber wir geben euch natürlich erstmal wieder den QR-Code hier. Ich hoffe, den sieht man gut. Jo. Müsste man aber eigentlich gut sehen. Karten kommen noch ein bisschen zur Seite. Falls ich mir auch nochmal so einen Ball kaufen soll oder vielleicht auch mal einfach so 5 Booster oder so, sind natürlich ganz schön teuer. Ja, sind natürlich ganz schön teuer. Aber ich habe mir ein bisschen Geld zusammen gespart. Könnt ihr es mal gerne schreiben und ich hoffe, ja, dass ihr Sky fandet und vielleicht, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch eine positive Bewertung und ein Abo dalassen, falls ihr mehr davon sehen wollt und nichts verpasst. So, genau, wir können 3 Karten nach hinten packen und dann geht's los. Und zwar ein Trainer ist hier direkt am Start und zwar Gladio. Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen gerade rumfailen. Warte mal. Müssen wir mal ein bisschen so ausrichten, dass man noch alles sieht. Perfekt. Ja, so ist es auf jeden Fall perfekt. Gladio, ein cooler Trainer. Da sehe ich auch immer die Effekte, die es im Spiel macht. Ich kann ja mal ein bisschen näher dran. Sieht es vielleicht ein bisschen besser. Geile Karte.
kommt ihr auch hin. Ein Stolrak ist auch cool. Alola Georok, die zweite Phase. Auf jeden Fall sehr cooles Bild. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal reinziehen. Sehr, sehr cooles Bild. Ich muss das auf jeden Fall die Lampe mal so ausrichten. Ich glaube, dann sieht die Karte. Oh, ups, das wollte ich jetzt nicht. Dann sieht man die Karte auf jeden Fall ein bisschen mehr und ein bisschen schöner. Ja, okay, dann geht's weiter. Ein Tuska, auch eine schöne Karte. Trau. Fugil, auch eine coole Karte. Ist auch ein sehr tolles Bild eigentlich. Kann ich euch nochmal zeigen. Hier. Ein Schnutthelm, ein Barbul, ein Quickel und wieder eine glitzernde oder schimmernde Karte. Ein Skopell. Hat hier wieder einen Effekt. Sieht sehr, sehr cool aus. Oh ja. Sieht sehr cool aus. Und jetzt kommt die Holo-Karte, glaube ich. Ja, wieder eine Holo-Karte. Ich kann es nicht glauben. Gengar, eine dritte Phase Holokarte, hat einen coolen Effekt und das Bild sieht auch cool aus, muss ich sagen. Da kommt aber noch eine Karte. Ah, die Energiekarte. Also können wir sogar vier Karten nach hinten machen. Cool, dass wir direkt zwei Holokarten bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Nach diesen geilen Sachen kommt jetzt wahrscheinlich eine normale Karte. Kann ich mir vorstellen. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen, Jungs. Wir hoffen natürlich noch immer auf die dicken Karten. Jetzt kriege ich die Karten nicht raus. Ach. So, und dann müssen wir wieder. Hier, der QR-Code für euch. Bitteschön. So, dann können wir sogar vier Karten nach hinten machen. Ich habe jetzt nichts riskiert. Aber nein, habe ich nicht. Glück gehabt. Die Energiekarte ist jetzt also wieder vorne. Eine Unlichtenergie. Ein Fluchtseil. Ein Rotom Pokédex, Wiebitz, auch ein sehr cooles Bild. Myrapla, auch ein cooles Bild. Glumanda, den müsste viele von euch kennen, glaube ich. Ja. Merrill, auch ein cooles Pokémon. Vegimak, auch ein cooles Pokémon. Ich bin total gespannt, was jetzt kommt. Ein Grillmack, wieder in dieser schillernden Version. Sieht super cool aus. Ich hoffe, das sieht man gut in der Kamera. Würde mich freuen. Und jetzt, welches seltene Pokémon ist es? Wieder. Nein, das gibt es doch gar nicht. Wieder ein Holo. Ein komisches Holo, wollte ich schon sagen. Wieder ein sehr cooles Holo-Pokémon. Porygon Z. Sehr cool. Eine super coole Karte. Da haben wir auf jeden Fall echt Glück gehabt mit diesen. Ja, mit den Karten. Die können wir uns auf jeden Fall nochmal geben, die guten Karten hier. Porygon Z. Ein Gengar. Ein Quappo. Und ein Pokéball. Die werden auch gleich wie heißt das? Eingesaved oder so. Eine Folie. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen krank. Ja, sind auf jeden Fall coole Karten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und ja, dann könnte ich euch vielleicht mal im nächsten Video meine Pokémon-Kartensammlung zeigen. Oder irgendein anderes Video. Könnt ihr mal schreiben, was ihr sehen wollt. Ein Art Let's Play-Video muss auf jeden Fall auch nochmal kommen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, den Pokéball habe ich jetzt leider nicht zusammenbekommen. Aber ciao und bis zum nächsten Mal.